Oh. Ja, leck. Wow. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich habe mir heute die Mother VR-Mod für Alien Isolation angeschaut und ich kann euch eins sagen, das macht richtig Laune. Wenn ihr es noch nicht selber ausprobiert habt, definitiv ausprobieren. Wir können die Oculus Touch Controller zum Steuern hernehmen, haben keine Hände, aber das macht den Spielspaß keinen Abbruch. Ich schreibe euch den Link in die Beschreibung, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video, falls euch gefällt, was wir für euch machen. Dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und let's go! So, hallo Freunde, ich bin im Spiel. Und ich wache gerade aus meinem Kryo-Schlaf auf. So, leider hat man in der Mod keine Hände. Linker Stick zum Gehen. Okay, dann gucken wir uns mal um. Das ist mein erstes Mal, wo ich hier Alien Isolation spiele. Ich habe also keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Erkunden Sie die Torrens. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich soll mich anziehen. Oh mein Gott, ich bin nackt. Ja klar, ich war ja auch im Kryoschlaf. Moment mal, wir haben doch hier bestimmt eine Map. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir gucken nochmal. Okay, ganz da hinten. Anziehen. Oh mein Gott, da braucht man echt einen guten Magen, wenn die sich selbst bewegt hier. So, angezogen sind wir. Das schaut gut aus. Was sollen wir als nächstes tun? Erkunden Sie das Schiff, bevor Sie auf Sevastopol ankommen. Okay, dann erkunden wir doch einfach mal, oder? Hört sich schon mal hier echt gruselig an. Cool. Oh mein Gott. Wo geht's da hin? Krankenstation? Schlafkabine? Sprechen Sie mit Taylor. Ist das hier lang? Ja. Ausgerechnet durch den dunklen Gang hier. Schaut schon sehr geil aus, Leute, in VR. Oh. Hallo. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sprechen Sie mit Taylor. Okay, wo ist der Taylor? Sprechen Sie mit... Was? Ist Samuels? Ich dachte, ich soll hier... Ah ja, das habe ich abgeschlossen, genau. Sprechen Sie mit Samuels. Dann gehen wir mal zu Samuels. Dann muss ich jetzt hier den Gang wieder zurückgehen. Okay. Bin ich richtig? Das schaut, glaube ich, gut aus. Perfekt, dann hier rechts und dann wieder links.
What? Samuels. Servus. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Für so ein altes Game schaut das echt noch top aus. In VR zumindest. Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Okay, das haben wir abgeschlossen. Alle an. What's next? Wir sollen zur Brücke. Aber bevor wir das machen, muss ich mal ganz kurz gucken. In die Optionen. Moment mal. Welcher Knopf waren die Optionen? Wie komme ich in die Options? Ah, ich weiß wie. So. Mal schauen. Ton. Kommt mir alles ein bisschen leise vor, aber es ist schon voll aufgedreht. Okay, egal. Dann gehen wir mal auf die Brücke. Die Brücke ist hier. Okay, den Gang hoch und einfach links und geradeaus. Da ist die Brücke. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. So. Sehr cool. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Ja, Leute, wenn euch das hier gefällt, dann lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen. Dann werde ich hier definitiv weiterspielen. Ich hab selber richtig Bock drauf auf das Game. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet.
Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Yeah. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Was für ein langer Vorspann hier. Yeah, jetzt geht's los. Fühlt sich ganz schön beengt an hier in den Helm. Okay, dann geht's wohl los. Oh, oh. Suchen Sie Hilfe. Umziehen, das ist sehr gut. Doch, schon viel besser. Dunkel. Hallo? Licht? Ich brauche Licht. Ich will da nicht rein. Schaut nicht so aus, als ob es hier Licht gibt. Oh, warum bin ich immer so ein Schisser? Okay, wir gucken mal ganz kurz auf die Map. Notfallschleuse, okay. Noch sehen wir nicht viel. Okay, was soll schon sein? Hier ist ja nur ein Alien. Oh no. Fuck you, man. Oh. Ja, das hat definitiv Atmosphäre. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Das hört sich nicht gut an, Leute. Wow! Okay, Map. Da geht's nicht weiter. Gut, dann schauen wir woanders lang. Hilfe! Ach, Spiel speichern, okay. Interessant. Weiß ich das auch. Ja, Leute, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung von Alien Isolation. So, Spiel gespeichert.
Bitte warten. Und bitte warten. Wird schon passen. Was ist das? Leuchtfackel. Wie kann ich mir die ausrüsten? Den Strom abschalten. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier in das Inventar komme. Wo bin ich jetzt hergekommen? Ach, hier bin ich, okay. Dann gehen wir hier wieder zurück. So, jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Das ist the wrong way. Okay. Irgendwas habe ich wohl übersehen. Geht's da doch irgendwie weiter? Ah, da schon her. Ach du Scheiße. Ja, noch in so eine blöde Röhre krabbeln hier. Licht! Hilfe! Das schaut sehr geil aus, Leute. Sowas bitte in richtig VR. Das wäre richtig krass. Geräuschkulisse ist echt der Wahnsinn. Oh, ist das nah. Okay, ich glaube, da können wir jetzt noch nichts machen. Man kann es auch sehr schlecht lesen. Schrott einsammeln. Ich habe Schrott eingesammelt. Ja, leck. Wow. Okay, also in Stehen würde ich das jetzt nicht unbedingt spielen. Flucht nochmal. Nochmal eine Leuchtfackel. Ja, wie kann ich die jetzt halt anmachen? Das wird helfen. So, jetzt gucken wir mal. Muss ja hier irgendwo gehen. Personallok. Stockwerk, Legende, verlassen. Halten Sie zum Öffnen des Inventars linken Stick zum rechter Stick. Ah. Sehr nice. B drücken zum Aktivieren. Ja, das ist schon viel besser. Okay. Linker Trigger und B halten zum Platzieren. Ich will es nicht platzieren, ich will es in der Hand halten.
Always no working, Joe. Was? Okay, wir klettern. Oh, das schaut schon wieder viel freundlicher aus da oben. B drücken zum Aktivieren. Kann ich das jetzt auch irgendwie wieder ablegen? Musik. Braucht kein Mensch. Hallo? Oh yeah. Ist da wer? Bringt auch nicht viel mehr. Oh. Moment mal, LT und B. Nee. Ah, Feuer mit. Sehr nice. Okay, dann wissen wir das auch schon mal. Forgotten. This life is for rent? Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Scheinbar nicht. Ja, Strom wiederherstellen klingt gut. Nochmal. Ich will nicht. Jetzt aber. Sehr nice. Und wir speichern natürlich gleich. So, da haben wir schon wieder so einen komischen Computer. Die Schrift ist echt extrem schlecht zu lesen da unten. Auswählen, blättern, privat freigeben, Audio-Zubehör. Okay, warte mal, wir schauen mal kurz in die Missionen. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Das soll ich immer noch machen. Okay, und das machen wir da hinten irgendwo. Ja, da komme ich noch nicht durch. Strom wiederherstellen. Strom wiederherstellen. Mache ich das doch hier irgendwo? Aha, den Strom abschalten. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen okay. Wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Dann müssen wir wohl irgendwo... Hier kann ich ja nichts mehr machen. Wir gucken uns mal weiter um hier. So, von der linken Tür bin ich, glaube ich, hergekommen. Oder bin ich von hier hergekommen? Nee. Zugangscode. Ich habe keinen Zugangscode. Zugangscode. Das muss ich ja irgendwo da oben machen können, eigentlich. Erstmal dahin gucken.
bin ich hergekommen. Genau. Da sollte es zu. Also kann es ja nur da oben gehen. So, wie schalte ich jetzt den Strom hier ein? Sollte sich definitiv alles genau anschauen. Wo kommen denn die alle her? Okay, Leute. Wo müssen wir hin? Okay, ich soll einfach weiter durchs Terminal gehen. Der wollte mich verarschen. Wow! Stromschlag! Was zur Hölle ist hier passiert? Boah, das schaut schon sehr geil aus, Leute. Wirklich empfehlenswert, wenn ihr Alien Isolation habt. Ich habe keinen Plan, aber ich werde das schon noch herausfinden hier alles. Was ist das? Da kann ich nichts machen. Was ist hier? Ionenschneider benötigt. Okay, hier geht gar nichts. Da hinten geht was. Ah, da komme ich ja her. Dann gehen wir mal da hoch. Angst habe ich schon hier. Das ist alles kaputt. Da geht auch nichts. Das schaut gut aus. Hey, cool, ein Air-Hockey-Tisch. Sehr nice. Ha. Das ist wieder so eine Fackel. Die nehmen wir natürlich mit. Was denn das? Leuchtfackel. Oh, oh.
Okay, erstmal hier an den Computer. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Speichern. Speichern ist immer gut. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Oh, anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin auf. Wir hören uns noch das Band an, bevor ich in diesen beklemmenden Schacht reinkletter. Da ist noch was. Panik brach aus. Und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Wir gehen in den Schacht. Ups. Oh no. Moment mal. Ich brauche eine Fackel. Wie ging das nochmal hier so? Und aktiviere. Boah, Leute. Schacht öffnen, das ist sehr gut. Rausklettern. Steh wieder auf. Was ist das? Nix. Boah, wenn jetzt dieses Alien-Viech kommt, hey, ich erschreck mich bestimmt zu Tode. Sackgasse? Sackgasse? Kann ich springen? Nee. Dann gehen wir auf der anderen Seite lang. Und da komme ich ja nirgendwo durch. Bestimmt schon wieder irgendwas übersehen. Nee, ich komme hier definitiv nicht rüber. Oh, hey, ich will dich wieder. Fackel! Ich will die Fackel. Nein. Okay, dann eben nicht. Erstmal hier noch an die Buttons gewöhnen. Na Leute, hier geht's nirgendwo weiter. Ich habe echt keine Ahnung. Moment mal. Da durch. Ah, so geht das hier. Alles klar. Ja, gar kein Problem hier. Irgendwas? Nope.
Boah, shocking, hey. Leute, ich spiele definitiv jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann würde ich auch sagen, reicht es für Part 1. Auf jeden Fall nichts für schwache Nerven hier. Strom. Strom ist immer gut. Wartungsheber. Was? Wartungsheber benötigt, okay. Da liegt der Doda. Nicht gut. Irgendwo da oben muss es weitergehen. Oder da. Moment mal, hier haben wir den Strom eingeschalten. Von da hinten sind wir hergekommen. Ne, wir sind von da. Nee. Eine Orientierung wie ein Blinder. Boah, Schock, ey. Das da vorne muss der Ausgang sein. Mhm. Gehen Sie durch die Haupttür. Wartungsheber benötigt. Okay, hier können wir speichern, Leute. Spiel speichern. Ja. So, ja, Leute, dann hätte ich gesagt, geht's hier beim nächsten Mal weiter. Falls euch das gefallen hat hier, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Und vergesst auch das Abo nicht, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.